Hallo, ich bin in Geldern angekommen. Das ist hier der Stellplatz am Holländersee. Diesen Stellplatz schauen wir uns jetzt an. Und auch den Holländersee. Ja, der Platz ist relativ groß angelegt. Man steht hier auf Rasen, große Parzellen. Ja, gehen wir mal vorne zum Kassenbereich. Bei der Einfahrt sind wir schon im Fähr- und Entsorgungsbereich vorbeigefahren. Hier ist die Entleerung für die Chemietoilette. Ein Stück weiter der Grauwasserablass. Und noch ein Stück weiter, 25 Meter, die Frischwasserzapfstelle. Das ist ja eigentlich immer schön, wenn das ein wenig getrennt ist. 10 Cent, 10 Liter. Und dann kommen wir bei 100 Liter auf 1 Euro. Das Übliche. Schau, was man alles so wissen möchte. Der Tag kostet 8 Euro. Wird dann etwas billiger, wenn man länger bleibt. Verschiedene Prospekte. Reichlich vorhanden. Tja, alles da, was man braucht. Ja, dann schauen wir mal, wo der Holländer See ist. You want to leave this place where we grew up, this old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the. Das war die Runde um den Holländer See. Der ist nur wenige Schritte hier hinter dem Stadion entfernt. Ideal für Hundebesitzer. Wie auch der angrenzende kleine Wald hier. Gleich geht es weiter in das Zentrum von Geldern. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you are. River's gonna cry when you are. River's gonna cry when you're gone. Ach, einen schönen guten Morgen. Ja, schaut euch mal das Wetter an. Schöner blauer Himmel, bisschen kühl, aber trotzdem schön. So, die Entsorgung, Versorgung ist erledigt. Ich fahre jetzt weiter nach Walsbeck. Dort gibt es noch einen Stellplatz am Schwimmbad oder am Freibad. Das zeige ich euch jetzt noch. Ist nur wenige Kilometer weg.
Nun bin ich in Walbeck. Das ist der Reisemobilstellplatz am Freibad. Ich gehe mal davon aus, dass das im Dezember geschlossen hat. Das ist ziemlich groß. Überall sieht man die Stromzellen stehen. Und überhaupt schön angelegt hier zwischen den Bäumen. Schatten oder nicht Schatten im Sommer, wie man möchte. Wer gerne Tischtennis spielt, bitteschön. Hier ist der Bereich für die Entsorgung. Ja, da sehen wir noch ein Höschen. Mal schauen, was das ist. Ja, ihr seht die Preise. 8 Euro am Tag. Die Sanitäranlagen im Freibad können mitgenutzt werden, sofern das Freibad geöffnet hat. Ja, der Platz bietet sich neben dem Freibad auch für Fahrradfahrer an. Einige Routen zur Auswahl. Ja, schauen wir uns die Umgebung ein wenig an. Wir sind hier unweit der holländischen Grenze und auf der anderen Seite sind die Maasdünen nicht weit weg. Kennt der eine oder andere vielleicht. Ja, das waren die Maasdünen, der Anfang. Ein Kilometer Weg ungefähr, also auch zu Fuß gut erreichbar. Aber dieses Fahrradknotenpunktsystem, ihr habt die Schilder gesehen, ideal hier zum Fahrradfahren, wunderbar. Das war der kleine Ausflug nach Geldern. Zwei Stellplätze haben wir gesehen, die Umgebung. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.